Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier in Thüringen. Ich fahre jetzt zum Händler und werde mal ein Autolot-Anhänger kaufen. Und zwar eine andere Marke, der auch die Bretter entsprechend, die Bretterpaletten fahren kann. Ist ein Versuch, ob das klappt. Wird sich hinterher zeigen. Aber ein Versuch muss ja werden. Ne? Ja, wie ihr seht, ist alles weiß geworden. Über Nacht ein bisschen mehr als vorher. Oh, liegen die Dinger. Muss ich nämlich aufräumen. Ja. Hoffen wir, dass wir irgendwann mal durchkommen, ne? Mal ganz kurze Tiere anschauen. Ob die noch genug Futter haben. Sollte eigentlich heute kein Problem sein. Eins, was wir machen müssten, dann putzen mal. Also das können wir im Laufe des Tages machen. Hier fahren wir los und eben deswegen fahren wir jetzt zum Baumarkt und holen einen Händler und kaufen uns die eine Easy Auto Load Anhänger für LKWs. Also hier liegt ein bisschen viel Schnee. So, das würde ich mal ein bisschen Gas geben. Mal sehen, wie die Straßen aussehen. Jetzt haben wir mittlerweile den vierten Wintertag. Was sich jetzt im Winter ein bisschen hinzieht, also mit der ganzen Arbeit, hat den Vorteil eher im Frühling, dass wir entsprechend genügend Zeit haben für alle Arbeit. Und können bei 5 durchlaufen lassen, wie jetzt auch. Ich schau mal, Hintergrundmusik habe ich erst in meinem Player aktiviert, den ich so persönlich nicht höre. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Und ein bisschen schauen nach dem Ton, dass ich zu hören bin. Und der Sound und LKW, ja, das darf ganz gerne leicht im gelben Bereich sein. Ich bin auch im gelben Bereich, leicht im roten, vielleicht ein bisschen zu laut. Ein bisschen mal regeln. Da ein bisschen weniger machen. Und Hintergrund. Da sieht man auch ein bisschen weniger. Da muss man nach der Grafik gehen, also nach dem Ausschlag Ton. Die muss man nachher probeweise reinhören. Das heißt, nachdem ich eine Folge aufgenommen habe, etwa 15 Minuten. 15 Minuten deswegen. Es geht um einen berühmten Algorithmus bei YouTube. Wenn die Zuschauerzahl gering ist und sehr viele, sagen wir mal 4-5 Minuten anschauen, wirkt das sich in sehr langen Videos negativ aus. Eine Vorschlagrate für andere Zuschauer. Das heißt, wenn meine Videos sagen wir so 15, 18 Minuten lang sind, dann ist es verkraftbar in Anführungszeichen. Und das Tendenz ist dann mal ein bisschen besser. So, das ist, deswegen mache ich so um die 15 Minuten, um allgemein so. Wir wollten den nehmen. So, sehen wir schon mal, ne? Der ist so nackt. Wir nehmen mal Trelleborg, bin breiter. Unterfahrschutz. Zug mal, ja, nochmal einen ran. 3 Achsen. ATC nehmen wir so, ne? Natürlich Rundumleuchte. Aufbau. Agrarreifen, Aufbau vorne, Unterfahrschutz vorne, hinten. Das finde ich sieht Aufbau also ein bisschen besser aus als ohne.
Ja, da ist hier unten Leuchte. Ach, Ballenaufsatz, okay. Ballen haben wir nicht vorzufahren, ne? Aber wie gesagt. Das lachen wir so. Schauen wir mal, ne? Ob wir die Paletten aufladen kann. Die Bretterpaletten vor allem. Darum geht's ja. Dass wir noch nicht rumscheißen mit einem kleinen Anhänger. Mal sehen, ob die Anhänger den Heuball mitkriegen. So, schauen wir rein. Quaderball. Da siehst du. Dann fahren wir nicht zurück und dann mal sehen, ob die Bretter entsprechend erstmal zwischengelagert kriegen, bevor wir uns so ein Palettenwerk bauen können. Also, ne? Schauen wir mal. Wenn wir anfangen mit der Silage in die BGH zu fahren, ja, das hat mit dem Eintritt oder im Winter die optimale Arbeit, ne? Aktuell. Ja, jetzt kommt man die Meldung, Paletten alle sind, kein Platz mehr, das werden wir jetzt ändern und entsprechend, entsprechend umlagern. Ja, ich muss mal auch mal schauen, beim Aufnahmeprogramm, ob gut läuft. Wenn nicht, das ist ärgerlich, ne? Wir waren das in der ersten Aufnahme, muss man ein bisschen prüfen. Aber sieht ganz gut aus. Die erste Aufnahme testen wir gleich und wenn das, ich das für gut befinde, dann denke mal, können wir das auch entsprechend verarbeiten und hochladen. Ja, jetzt gehen wir weiter. Wir werden jetzt weiterhin Sägewerk ausbauen, also dazu Geld verdienen, mit Silage in der BGH bringen, ohne Stress, ohne, ne? Müsste nur entsprechend roten LKW besorgen. Dann passt das. Alles ist schon so okay. Denn was der kann, kann der andere nicht. Also nehmen wir mal so. Schade, dass er keine Planer hat, aber gut, das ist halt so, ne? Es gibt ja von diesem Typ mehrere, ja, Anhänger. Nutzen also die Standardanhänger und dann kann man da entsprechen. Der Heuball wird eh schon fast nicht mehr existieren. Theoretisch mit einem Transport, also mit der Heugabelprinzip, also Heugabel, mit so einer Ballengabel transportiere von Stapler, dann wäre da, würde sich auflösen. Also gleich mal rekippen in die. In unseren, ja, Mischfutterfabrik, kann man sagen, ne? So. So. Wo weg? Und Z. So, jetzt fahren wir zum Sägewerk und werden die Bretter wegholen. Das heißt, wechseln wir ganz kurz den Modus. Quaderball, also Rundball. Missionspaletten, große Paletten. Das könnten großen sein, also. Ne, das sind keine großen Paletten. Normale Paletten, Paletten, Bretterpaletten.
Haben hier viel Mist? Nee. Muss ich mal gleich mal gucken nachher. Dass da der Schnee weggeht. Ja, das sind laut Beschreibung des Eierkartons. Deswegen ist das so katastrophal. So, gut, das sieht nicht so schön aus. Mal gucken, wir sind. Erfüllte Funktion, sag mal so, ne? Muss mal gucken. So. U beenden, B und Z. Jetzt mal gucken, Bretterpaletten. Und zwar große. Ja, so sieht schon besser aus. Geht's übereinander auch? Nö. Müssen wir mal sehen, ob wir das hinkriegen hier. Dass wir mal. Zwischenlagern. Was ist hinten? Hinten ist ungünstig. Ja gut, da kann man leben. Weil zack. So. Kümmern wir uns um den Mist. Ne, um den Kuhstall. Wir haben so ein paar Paletten schön untergebracht, die Bretter, und jetzt sind wir hingeflogen, so ein Ding. Ne? Aber jetzt haben wir ja auch, sobald wir das alles finanzieren können, die einzelnen Verpackungen, Bretter, Paletten und so. Ups. Glatt hier. Und wenn wir sehen, dass ich die Fuge wegkriege. Der Wahnsinn. Tamu. Ja, wie gesagt, der Schnee muss weg. Das ist im Winter ein Nachteil, weil die, ja, die Einheiten im Prinzip, wenn man drauf geladen ist, dann wird es anders dazwischen kommen. Dann ist es. Dann geht es immer nicht, ne? Und mit dem müssen wir jetzt leben. Alles schon schön geräumt hier. Und in dem wollten wir die Silage holen. Den fahren wir beiseite. Vielleicht kriegen wir aber die Funktion mit Schneeketten. Wäre ja fast angebracht, ne? Da wir mal ein bisschen räumen. Da habe ich versucht, mit dem Schneeschieber zu schieben. So. Ja, die Fräse sind noch Schnee auf. Nicht ganz so geplant. Und hier ist der Mist schon weggeräumt. Und kommt neuer. Ist gut so. Aber der Mist ist gut.
und raus damit. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Dann mal tschüss und ciao, ciao. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter. Tschüss.